Hallo und herzlich willkommen bei Swiss Lights. Heute geht es um eine neue Leuchte. Neu, ich habe sie mittlerweile auch schon fast einen Monat aus der Arbeit. Vom letzten Video solltet ihr das eigentlich erfahren haben, dass ich arbeite. Was gibt es groß dazu zu sagen? Sie wurde halt weggeworfen. Hier sehen wir seitlich drauf. Sieht ein bisschen aus wie diese Legro, die ich habe. Ich habe hier sogar eine. Sieht ähnlich aus, ist aber nicht die gleiche. Die hat halt Kunststoffhaube. Drinnen ist auch aus Kunststoff. Hinten dran steht auch nicht groß viel, außer Made in Italy. Also es ist eine italienische Leuchte. Und der Anschluss ist leider nicht mehr der originale. Wir öffnen sie mal. Also die gab es auch so halb überdeckt. Genauso wie die Legro. Ich habe die Vermutung, dass sie von der Firma Prisma Illuminazione kommen. Also von Prisma. Weil die Prisma Delta Reihe, die haben genau die gleichen Ringe. Sprich, es könnte gut möglich sein, dass Prisma die für eine andere Firma produziert haben. Für die, die Prisma nicht so kennen, vielleicht kennen die noch Neon Jungs ein Video über diese viereckige Leuchte mit PL. Das ist zum Beispiel auch eine Prisma in viereckig. Dann gibt es noch diese runde, die ich habe, diese halbüberdeckte, die auch der Neon Jung hat. Und ja, gut, wenn wir hier drauf schauen, sehen wir Anschluss an einer Lüsterklemme, zweimal 9 Watt, sorry. Entschuldigt mich, gerade dass ich ein bisschen ein Blackout hatte. Hier eine Foslo Drossel. Reflektor fehlt leider, oder ich weiß nicht, ob es diese Leuchte nicht mit Reflektor gab, auf alle Fälle fehlt sie. Hier fällt es halt schon auf, dass das irgendwie komisch diese Leuchte ist. Man sieht, hier ist eine andere Fassung als hier. Die hat mal jemand ausgetauscht. Die Drossel hat jemand wohl auch getauscht. Also ja, die habe ich jetzt reingebaut. Die alte war richtig, ja, durch. Die gab es auch mit E27. Und ja, das soll jetzt nicht ein zu langes Video werden. Man sieht hier einfach einen Osram PL. Auf der anderen Seite haben wir eine Sylvania. Ja, nichts groß Spezielles, halt einfach PL. Drossel ist für ein, 1x18 Watt. CDT. TCD. Yes, doch. Hier, Kunststoffhaube. Nichts groß Spezielles. Und dann würde ich mal sagen, schließe ich sie und dann machen wir sie an. Und ja, bis gleich. So, was ich noch vergessen habe, die Leuchte braucht keine Erdung, ist halt schutzisoliert. Und ja, hat IP54, halt aus Kunststoff. Und ja. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir sie an. Und zwar in 3, 2, 1. Also wir haben gesehen, sie hat gezündet. Dieser Schatten kommt jetzt vom Kabel, weil ich das nicht schon angeschlossen habe. Jetzt wird man nichts sehen. Also ja, ist eigentlich eine sehr schöne Leuchte, die ich und der liebe Mr. Swisslight wieder mal in die Sammlung bekommen habe. In nächster Zeit, ja, kommen halt wieder ein bisschen mehr Videos, mal schauen. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass jetzt wieder ein bisschen PL-Zeugs kommt, PL-Leuchte, ja, sonstige Schaltkreise und so Zeugs. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das wieder gefallen. Viele liebe Grüße gehen an den Mr. Swisslight. Und natürlich auch an alle anderen raus. Und ich
hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.